Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tobias und ich sitzen ja schon eine Weile wieder hier, ja, bauen Lego Dimensions Zeugs zusammen. Mhm. Wir sind bei den Level Packs angekommen. Man sieht ja auch im Hintergrund, dass da schon was steht. So ein bisschen. Wer es verpasst hat, Playlist gibt es im Video hinten dran. Wir sind jetzt bei Portal, in dem Fall steht jetzt Portal 2 drauf, wobei die Sachen, die hier drin sind, gibt es in Portal 1 genauso. Ja. Von daher... Auspacken! Ja, richtig. Wir haben gerade festgestellt, wer das letzte Video gesehen hat, Sonic wäre tatsächlich in der Anleitung gewesen. Es ist uns aber nur durch die Lange. Ja, weil es auf einer Rückseite war. Ja. Konnte man immer sehen. Aber gut. Was sagst du? 4? Das ist Seite 3. Ja, jetzt auch. Wahnsinn. Da ist er. Klein und schmal. Ja, ich zoome euch mal wieder rein, damit man alles sehen kann. Ja, die kleine Süße. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Den Namen im Spiel? Sie hat einen Namen, aber. Cell, Shell, Hell. Schätze da, mit CH. So, ja, aber die wird doch im Spiel nicht namentlich angesprochen. Oder es gibt wieder irgendein Easter Egg, wo der Name doch erwähnt wird. Weil es gibt in dem Spiel viele Easter Eggs. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr viele Easter Eggs und das ist auch das Schöne daran, ne? Ja. So. Wir haben wieder zwei Plattformen, wo keiner weiß, was was ist. ja, was ist das denn hier? Ah, da. Das ist schon zusammengebaut, okay. Die Portal Gun. Die Portal Gun. So. In dem Fall die blaue Variante, die orangene hat. Jetzt brauchen wir schon das Bett, also. Oh nein! Wir lassen uns mal überraschen, mit was wir anfangen. Ich habe das jetzt nämlich nicht auf dem Schirm. Was ich zuerst runtergeladen habe. Das ist nicht schlimm. Den Cube. Die Waffe geht ein bisschen schwerfällig rein. Sie lässt sie auch nie los. So. Also Portal 2 kann es irgendwie nicht sein, weil da gab es ja die anderen Guns noch. Okay. Für Farbe. Du kannst da ja... weiße Farbe, na, kann man da Farbe? Wie war die? Ja, Farbe, doch, mit Farben ist das, ja. Ja, aber die Farbe, fang bitte vorne an, ja? Hab ich doch. Ach, hast du schon. Nee, die Farbe selber kannst du ja nicht schießen. Nee. Die kannst du nur, wenn irgendwo was runterfällt, Portale setzen und entsprechend, ja, ja, stimmt. Nee, dann bleibt's doch bei, aber die Orange dann fehlt, sie hat jetzt hier nur die blaue. Ist halt so. Ist halt so, ja. Aperture Science. GLaDOS als Lego wäre auch cool gewesen. Mhm. Kann man die vielleicht noch bauen? Ne, nur Turrets. Flying Turrets. Da. Companion Cube mit Reflektor und mit dem Herz. Ach, herrlich. So ein Herz, ja. Ja, das ist eben der Freundschaftswürfel. Ach, da ist das. Und GLaDOS spielt ja dann immer mit ihr nach dem Motto, guck mal, da ist ein Companion Cube, er ist dein Freund. Mhm. Bis den dann hinterher vernichtest. Hast du gerade etwa deinen Freund in den Müll geworfen? Es ist so toll. Ja, das ist ein tolles Ding. Ja, die Dialoge sind klasse. Ich kann das einfach nicht glauben. Lass das da liegen. Ich kümmere mich später darum. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja. Schon cool, dass wir so Level dann gemacht haben, ne? Als ich Portal 1 das erste Mal gespielt habe, ist mir sowas schwindelig geworden. Weil ich diese 3D-Umgebung, so, das war alles ziemlich neu für mich. Weil ich ja sonst noch Mario könnte. Aber das war tatsächlich mal ein Spiel, das ich mir auf dem PC angeguckt hatte. Und das ist falsch. Das hier. Zweimal brauchen wir das. Ach da. Mit diesem. Hat das dann gespielt ein bisschen. Und dann, wenn du vom Monitor wegguckst, erst dann fällt der auf. Wow. Beziehungsweise bei Portal, da hatte ich die Orange Box damals.
Weil es Portal da noch nicht einzeln zu kaufen gab. Aha. Da gab es noch, wie hieß das Spiel noch? Oh, Schande auf mein Haupt. Wenn du es nicht weißt. Ich weiß nur, es spielt in Black Mesa. Wie heißt denn das noch? Auch auf so einen Eco-Shooter. Das habe ich auch nie zu Ende gespielt, weil mir da richtig schlecht wurde. Bei Portal ging es hinterher, weil man da ja nicht nur durch die Düfte hüpft. Hm. Ganz ehrlich, ich frage mich, was das da drunter alles ist. Ich kenne nur den Würfel an sich, aber der Rest irgendwie nicht. Deko. Ja. Das war's schon, ne? Nein. Nein, da kommen auch Reflektoren dran. Okay. Ja, auf deiner der Seite auch besser. Oh, Entschuldigung, Meister. Der sitzt da, wartet in aller Ruhe. Der macht wieder nichts, der sitzt da rum und kümmert sich auch. Das war doch, schon der Würfel. Der ist toll. Könnte ich mir auch als Kissen gut vorstellen. Ja, da ist das halt nur der Würfel dann. Ja, dann bauen wir diesen Sentry Turret der gleich Turret. Auch. Ja, der will dich ja immer nur abschießen. Hm? Nein? Da. Ja. La. Doch, jetzt entspanne ich mich mal ein bisschen. Hab das schon erwartet irgendwie. Das geht ja recht flott. Ja. Ja. So. Ist der richtig? So ein Lego-Technik-Stab. Ja, doch. War der nicht runter? Aber da hast du was vergessen, diese. Ah ja, die. Die grauen Pinöppel. Grau sind die, nicht schwarz. Sieht sich bereit hier sogar noch vor, also. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. So stolz auf dich. Ja. Hm. Oh, jetzt habe ich es gedreht. Entschuldige, Lego. Die habe ich ja schon fertig gesehen. Die, ne? Ja, die sind hier. Aber das trifft es ganz gut. Ja, aber die sind auch schwer rauszuziehen, das weiß ich. Diese Krallen? Diese Krallen, ja. Ja. Vielleicht wurde es versucht und weiß es nicht. Macht ja nichts. Ja, nicht schlimm. Also sie sind da. So ist es. Die habe ich noch nie gesehen, die Dinger. Hm, stimmt, sind auch neu. Das ist so eine Sonderanfertigung. Moment, jetzt wird das so. Kommt auf der Rückseite. Und dann so wahrscheinlich. Okay. Andersrum, oder? Damit das. Nee, stimmt. Ja, das richtig. Ist umgedreht. Hast du recht. Das ist hier so noch oben. Ja. Wobei das Ding fliegt nicht. Achso. Schwebt, ne? Nö, das steht. Steht? Ja. Du kannst sie umschießen, die Dinger. Stimmt, stimmt. Mhm. Die wollen dich ja abschießen, ne? Hast du ja schon gesagt. Richtig. Achso, zweimal diese Stange. Naja, das sind quasi die Laser vermutlich mal, mit denen sie dich abknallen. Mm. Und wenn sie dich einmal haben, hast du in der Regel verloren. Sei denn, du bist so schnell, dass du da irgendwie dann durchkommst, aber da musst du schon. Genau so. Ans Ende, ne? Mhm. Richtig. So was hier? Nee, ja, doch. Andersrum. Achso, damit er stehen kann. Ja, muss er auf drei Füßen. Ja, das stimmt. Eine Sekunde nochmal. Der muss nach innen. Ja, ah, gut. Ja, nur sonst. Wenn, dann richtig, ne? Nicht nur das, das kann dann mit dem Gleichgewicht zu tun haben. Auch, Switchen, sagt er. Wird sogar gesagt, ja.
Stimmt. Habe ich trotzdem falsch gemacht. Moment. Das guckt dich an. So. Und dann kommt der nach hinten. Der kommt so rum drauf und dann kommt das Ganze so rum. Genau, so rum. Ja, genau. Genau. Das war's. Jetzt kommt noch die Plattform. Wo das Ganze gedacht, drauf das soll. Ich frage mich, was das zu bedeuten hat, diese Dinger hier. Kann ich dir nicht sagen. Und nach oben schießen können sie nicht. Die schießen ja im Grunde hier aus diesen. Aus diesen, ja, richtig. Das weiß ich auch. Interessant. Ah ja, und dann kommt. Ach so, der muss ja nicht richtig stehen. Nee, aber das ist schon. Ja. Oh, alles cool. Alles korrigierbar. Immer. Oh, der kommt aber schon ganz gut. Der ist sehr gut. Centri-Tourt. Den kann man halt auch noch. Tourist Striker und Flying Tool Carrier umbenennen. Jetzt, ja, Würfel ist klar, aber was machst du mit dem Turret im Spiel? Das würde mich interessieren. Siehst du doch, da kannst du sogar draufsitzen teilweise. Ja, sehr weit gedacht, habe ich im Spiel nie gesehen, muss ich sagen. Und wieder alles stand hier verbaut. Ja, richtig. Bin begeistert. Ich auch. Ja. Das war das Level Pack von Portal 2. Yes. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Level weg. Und dann gibt's Kuchen.